Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder hier mit dem besten Akquise-Manager, den es gibt. Und heute haben wir mal ein ganz, ganz anderes Thema für euch. Ah, ihr kennt ihn übrigens vielleicht noch von dem letzten Video oder einem der letzten Videos. Ich verlinke euch das mal da oben bei dem i, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie wir so akquirieren. Heute sprechen wir mal darüber, was man eigentlich mit dem ganzen Geld anfangen könnte, das so ein Student üblicherweise zugesteckt bekommt, wenn man nicht studiert. Ja, also ich bin auf die Idee für dieses Video eigentlich gekommen, weil es gerade im Bekanntenkreis so ist. Keine Ahnung, ist schon natürlich eine gut situierte Mittelstandsfamilie. Das ist natürlich auch nicht für jeden möglich, das will ich gleich sagen. Aber wie gesagt, eine gut situierte Mittelstandsfamilie. Die Tochter geht jetzt dann eben studieren, hat jetzt Abi gemacht, geht jetzt dann studieren an eine private Hochschule. Jetzt ist es nicht irgendwie Harvard oder so, sondern einfach eine, sag ich mal, für mich jetzt Brot- und Butter-Hochschule so. Studiengebühren 500 Euro im Monat und halt sie bekommt noch 500 Euro für Lebenshaltungskosten noch so. Wohnung, Essen, was auch immer. Da habe ich mir gedacht, okay, das sind ja in Summe, habe ich kurz ausgerechnet, 1000 Euro im Monat mal 12.000 mal 5 bis zum Master, Regelstudienzeit 5 Jahre, sind 60.000 Euro. Ich dachte, 60.000 Euro, was kann man mit 60.000 Euro eigentlich alles anstellen, gell? Und ja, wie gesagt, dadurch bin ich eben einfach auf diese Idee gekommen für das Video. Ich muss dir ja nicht erzählen, was man jetzt, wenn man jetzt einen normalen Job hat, 60.000 Euro auf der hohen Kante, kann man sich die ein oder andere Immobilie kaufen, oder? Ja, ich denke mal schon. Also das ist jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt sagen will, ja, ich studiere jetzt halt irgendwie BWL, wie es jeder macht, dann denke ich mir, oder wie es viele machen natürlich, dann denke ich mir, 60.000 Euro kannst du sicherlich auch besser investieren. Wenn du jetzt irgendwie Lehrer werden willst, du willst Arzt werden, du willst Polizist werden, dann musst du natürlich studieren gehen, du willst Ingenieur werden, dann musst du natürlich irgendwo auch studieren gehen, das ist ein Titel wesentlich wichtiger. Aber jetzt einfach mal angenommen, du willst irgendwie unternehmerisch auch noch ein bisschen aktiv werden, dann gehst du doch anstatt irgendwie zur Hochschule zu gehen, 60.000 Euro über 5 Jahre auszugeben und dann auch noch wenig Praxiserfahrung zu haben, gehst du auch lieber irgendwie den Weg, dass du ein duales Studium machst, eine Ausbildung machst, verdienst du 800 Euro im Monat. Ich habe es mir auch mal ein bisschen aufgeschrieben, verdienst 3 Jahre lang 800 Euro mal 12 mal 3 gibt 30.000 Euro. Kriegt man dann die 1.000 Euro auch noch on top, oder? Ja, genau, jetzt warte mal, genau. Verdienst halt irgendwie hier 30.000 Euro circa mit 800 Euro netto im Jahr. Dann arbeitest im Monat. Im Monat, genau. Dann arbeitest danach noch 2 Jahre, weil der andere hat ja 5 Jahre studiert. Verdienst 2.000 Euro netto, geht sicherlich auch nochmal mehr, habe ich jetzt mal angenommen. Solltest du nach dem Bachelor schon auch irgendwo hinkriegen, mal 12.000, mal 2, mal 3, bist ungefähr bei 50.000, kriegst ja noch ein bisschen Weihnachtsgeld und so. Dann hast du in Summe 80.000 Euro verdient und jetzt sagst du zu deinem Vater oder zu deinen Eltern, du, anstatt mir 60.000 Euro zu zahlen, gibst du mir noch lieber 30.000 Euro zu Beginn von meinem Studium oder pro Jahr 10.000 für 3 Jahre und davon kaufe ich mir jeweils eine Wohnung und das sind die Nebenkosten. Mhm. Dann hast du während deiner Ausbildung, während deinem Studium schon 3 Wohnungen gekauft und dann das Schwungrad, das hat Fabi sicherlich auch schon in einigen Videos erklärt, wenn du dann mal das Schwungrad angeschmissen hast, die Wohnung laufen, bringen Cashflow, sind gut vermietet, du optimierst die, sparst den Cashflow, kaufst vielleicht weiter Wohnungen, tilgst weiter, was dann möglich ist. Und da auf der anderen Seite studierst du hier 5 Jahre rum, schmeißt 60.000 bzw. hier 30.000 Euro Studiengebühren irgendeiner Hochschule in die Fresse rein, die dich auch noch halber verarscht. Ich will jetzt übertreiben, natürlich absichtlich ein bisschen, aber da wollte ich einfach halt nur gedacht, da gibt es doch irgendwie auch einen anderen Weg, wo man schon anfangen kann, früher Immobilien zu kaufen. Das ist natürlich jetzt hier YouTube-Channel spezifisch oder vielleicht auch zu sagen, komm, Papa, ich fange erst später mit einem dualen Studium an oder mit einer Ausbildung und ich gönne mir ein Jahr lang, gib mir 10.000 Euro und gönne mir ein Jahr lang und versuche mich unternehmerisch oder so. Das sind ja nochmal ganz andere Wege, die man da vielleicht einschlagen kann. Ja, geht auf jeden Fall was voran. Wir haben ja auch beide die Nike-Story gelesen, genau. Der auch damals, das war, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr es war, auf jeden Fall,
war es damals richtig krass, so eine Reise und so eine lange zu machen. Und er hat auch seinen Vater überredet, die Reise eben zu bezahlen nach Japan. Und was heute daraus geworden ist, sieht jeder. Ist eine krasse Firma geworden. Ohne die Reise wäre es einfach nichts. Ja klar, ich glaube heute dieses Thema Reisen ist ja klar. Ich glaube, es ist ja viel mehr nach dem Abi erstmal ein Jahr zu reisen. Ist ja glaube ich inzwischen viel, viel, viel populärer. Ich will jetzt auch hier definitiv nicht sagen, dass es falsch ist, aber ein Jahr lang unternehmerische Erfahrung ist natürlich schon auch was wo du anders hinkommen kannst, als wenn du jetzt hier 5 Jahre lang Entrepreneurship an der Hochschule studierst, wo du halt auf der einen Seite Praxiserfahrung, wirkliche Hands-on, du weißt ja selber, ja. Du lernst jetzt nicht in der Hochschule, wie es sich anfühlt, 100.000 Euro Kredit aufzunehmen, wie wir uns vor der ersten Wohnung mit 70.000, den wir auch noch zu viert halb ins Hemd geschissen haben, ja. Was dann für irgendwie hier für jeden 17.500 Euro oder was das dann waren. Was ist ja gar nichts eigentlich, gell? Nicht gar nichts, das ist klar, aber das ist schon krass. Oder auch andere Leute, wenn du dir überlegst, du kaufst dir mit Studenten von mir, mit duale Studenten von mir, die sich dann das erste Auto für 15, 20, 30.000 Euro gekauft haben, hier im Prinzip auch das Gleiche. Für das Geld haben wir, genau 1:1, für das Geld haben wir uns die erste Wohnung gekauft. Ja, genau. Plus, also, wir haben nicht mal das komplette Geld dafür benutzt, wir haben ja nur einen Teil davon als Eigenkapital benutzt. Genau. Also auch hier könntest du jetzt natürlich auch sagen, du kannst ja dann nicht nur die Nebenkosten, sondern sogar noch mehr finanzieren, je nachdem, was man natürlich vorhat, aber ja. Bist noch sicherer. Jetzt weiß ich schon noch, was die ersten Fragen sein werden zu dem Punkt. Du hast gesagt, 10.000 Euro reicht für die Nebenkosten. Wo findet man so Wohnungen überhaupt noch, in welchen Städten, wo man 10.000 Euro als Nebenkosten langfristig, für eine langfristige Finanzierung halt, wo das reicht? Also gerade so Berlin-Zentrum, München-Zentrum und so, da geht es nicht, oder? Was meinst du? Natürlich bin ich jetzt kein Experte für Berlin oder München, aber jetzt noch mal kurz, 10.000 Euro Nebenkosten, sprechen wir ungefähr von einer Wohnung, die 100.000 Euro kostet, ja. Nebenkosten 10%, jetzt mal ein dicke Daumen. Ja, also 100.000, wenn man da in eine trotzdem solide B-Stadt geht, auch wir kommen jetzt natürlich aus Heilbronn, da wissen wir es ja, was da geht für 100.000 Euro, da geht einiges. Das heißt, da geht auf jeden Fall was, sagen wir es mal so. Aber auch andere solide B-Städte ist da auf jeden Fall einiges möglich. Ja, muss man auch ein bisschen suchen. Also wenn du jetzt in einer großen Stadt wohnst, wo halt übelst teuer ist, dann kann man noch ein bisschen rausgehen so aus der Stadt. Aber halt immer darauf achten, dass man halt gute öffentliche Anbindung hat ins Zentrum rein. Also mit der S-Bahn 20 Minuten ist ja kein Stress. Wenn es halt irgendwie zwei Teilorte gibt, einer ist mit S-Bahn und einer ohne S-Bahn, gleich weit entfernt vom Zentrum, würde ich halt einfach den mit S-Bahn nehmen und fertig. Ja, also vielleicht nochmal kurz zurück, Akquise und so, das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Dann mir ging es wirklich nur darum, dass man sich vielleicht nach dem Abi einfach nochmal vielleicht auch die Frage stellen kann, schlage ich jetzt einfach so ein Hochschulstudium, so ein Universitätsstudium ein, wo mich Betrag X wirklich kostet? Oder gibt es vielleicht auch noch einen anderen Weg? Kein Weg ist jetzt richtiger oder falscher oder wie auch immer. Oder wie gesagt, wie vorhin ja auch schon gesagt, wenn man Arzt werden will, dann ist natürlich völlig klar, muss man 7, 8 Jahre studieren. Wenn es immer der Traum war, ist völlig klar, sollte man das ja auch machen. Aber es gibt halt einfach auch noch vielleicht einen anderen Weg, außer jetzt an die normale Hochschule zu gehen und 30.000, 40.000 Euro Studiengebühr zu zahlen. In den USA ist das sogar noch schlimmer. Ja. Da gehst du hin und zahlst $30.000 im Jahr. Okay. Oder im Monat. Darauf habe ich noch nicht gehört, aber vielleicht. Vielleicht haben es inzwischen auch welche geschafft, das einmal aus der Tasche zu ziehen. Ja, genau. Und was ich auch noch dazu sagen kann zu dem Thema, also die reichsten und erfolgreichsten Unternehmer, die ich kenne, die haben in der Überzahl nicht studiert. Ja. Liegt vielleicht auch daran, weil sie einfach früher angefangen haben, gute Deals zu machen. Klar. Okay, vielleicht nur als deiner Gedankenanstoß, nehmen wir vielleicht was mit. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so macht. Seid ihr Student? Seid ihr fertig studiert? Seid ihr Auszubildende? Was macht ihr so? Und wo soll bei euch die Reise langfristig hingehen? Könnt ihr euch vorstellen, Immobilien zu kaufen? Ja oder nein? Und welche Erfahrungen habt ihr so gesammelt? Lasst uns wissen in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Fragen darüber hinaus habt, dann machen wir gerne noch ein Video dazu, zu dem Thema. Euch viel Erfolg und bis bald. Ciao. Danke.